Das ist ja doof. Finde ich nicht gut, dass er jetzt verlegt wird. Naja. Kredite. Wir haben noch 40.000 Kredit. Patient. Was? Patient gestorben? Wieso ist der. Was? Ach so, das ist meine Herzpatientin hier. Vielleicht hätten wir die doch verlegen sollen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja gut, dreimal Herzversagen. Das letzte Herzversagen konnten wir leider nicht aufheben. Da verschwindet sie langsam. Weg ist sie. Ups. Ja, die erste Tote hatten wir dann auch. Mann ey, was soll denn das? Ich würde sagen, ich wollte jetzt einen kleinen Kredit aufnehmen. Den zahlen wir nachher natürlich sofort wieder zurück. Aber ich will jetzt erstmal schön die Zimmer fertig haben hier. So. Die Tür da muss erstmal weg. Da kommt die Tür. Die kommt da rein. Dann gibt es hier noch schöne neue Wände. So. So. Und so. Da ist das aber so geblieben. Das ist gut. Dann brauchen wir noch die. Müssen wir die Außenwand hier noch schöner machen. Und dann könnten wir eigentlich noch überall ein Fenster reinbauen, oder? Ein kleines Fenster. Eins. Macht nur einen Unterschied? Nee. So. Ja, ihr kriegt leider keine Fenster und du kriegst ein Fenster mit Jalousie. So. Gut, denn jetzt noch hier das. Können wir uns das noch leisten? Oder ich glaube, das Doppelzimmer machen wir später. Da will ich dann bloß bis jetzt den Boden reinmachen, damit das schöner aussieht. So. Raumaufteilung. Machen wir das hier nochmal einmal alles weg. Bereitschaftsraum für die Schwestern da. Die Toiletten hier. Bereitschaftsraum für die Ärzte. Aufenthaltsraum. Die ITS müssen wir an sich noch vergrößern einmal. So. Dann noch ein Abstellraum. Gut, dann haben wir alles. Der Rest kann Korridor werden. Korridor, Korridor. So, Schwesternzimmer. PCs. Wie viele Schwestern bräuchte ich für die Nacht? Ich brauche eine für den Transport. Ich brauche... zack. So. Welcher war der günstigere? Der war der günstigere. Eins, zwei, drei Schwestern, ne? Im Tag wie im Spätdienst. Ich stelle hier mal drei erstmal rein. PCs. Ich weiß nicht, vielleicht können wir nachher auch vier Schwestern einstellen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Nee. Doch. Ach doch, das ist der große Geräteschrank. Essensdingens. So. Dann gibt es noch Wände drumherum. Die hier. So, 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 so. Der kommt so. Dann gibt es noch eine Tür. Tür, 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 Tür. Was ich ja ein bisschen schade finde, ist, dass die Musik hier jetzt so im Bearbeitungsmodus aus ist. Das, weiß ich nicht, belastet mich gerade so leicht. Aber nur ganz leicht. Das ist mir gerade ganz schön ruhig hier nämlich. So, PCs. Achso, Stühle brauche ich noch. Zack, zack, zack. Guti, dann können da noch Blumen rein. Blumen. Eine Uhr, damit sie auch wissen, wann die Pause vorbei ist. Dennoch eine Topfpflanze. Eine Pinnwand, kann auch nicht schaden. Hier noch ein Kaktus und eine Pflanze und eine Lampe. Die brauchen ja keinen Drucker, ne? Einen Mülleimer können wir noch neben die Tür stellen. So, denn hier PCs. Zack, zack, zack. Einen Drucker. Den Bürostühle. So, das war's schon. Achso, doch. Nee, hier muss noch unbedingt, zack, ein Bücherregal, damit wenn sie in den Pausen schön lernen, können sie schön lernen. Und eine Kaffeemaschine hätte ich da noch gerne drin. Warte mal, mach das mal weg da. Oh, geil. Aggression. So. So. Kaffeemaschine. So. Vielleicht sollte ich die Lampe da auch nochmal wegnehmen und da ein Radio drin raufstellen.
Oder? Kleiner Aktenschrank. Da stellen wir nochmal ein Radio rauf. Zur Beschäftigung. So, hier kommt auf jeden Fall auch ein Dingens rein und direkt ein Radio. So. Dann gibt es hier auch Wände. Machen wir auch so wie drüben im Schwesternzimmer. So, 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 so. So. Hier hatten wir die Wände, ne? So. Den Fußboden. Ah. Gibt's das hier? Den gibt's noch Wände für die Toiletten und das da. Aber das machen wir. Machen wir so. Den gibt's noch die hier für außen rum. Die Klos, WCs. Da reichen ja eigentlich zwei WCs. Und ein. Wir müssen das ein bisschen kleiner machen. Der Aufzug ist da und da. Aber theoretisch müsste das geht auch. Wir gucken uns das mal an, ob das so geht. Wenn nicht, dann ändern wir das. Wenn es geht, dann passt das so. Ja. Also alles bloß Zusatzausstattung, ne? Aber die Klos. Es ist zu klein. Das ist zu klein. Es geht so nicht. Reißen wir die Wände hin. Nee, das, die Wand kann bleiben. Die Wand muss weg. Und dann einmal ein bisschen größer, bitte. Toiletten. Machen wir so. Und die Abstellkammer denn hier so. Dann sollte das auch gehen, hoffe ich. Theoretisch. So, so. Ist alles ein bisschen eng. Ein bisschen eng. Aber eng und gemütlich, ne? Dann gibt man noch hier Wände. So, so, so. Dann gibt es da noch eine Tür rein. So. Dann noch Handtrockner. Und ein Waschbecken. Und einen Mülleimer unter den Handtrockner. Und einen Spiegel gibt es auch. Sehr schön. Hier gibt es dann zwei Regale rein. Und einen Putzwagen. Oder zwei Putzwegen. Und dann noch Türen. So und so. Und dann noch Fußboden. Und dann haben wir das auch schon geschafft. Dann haben wir gleich eine ITS. Dann müssen wir bloß noch Leute einstellen. Juhu. So. So. Achso, da fehlt noch der Zugang. Ja, die Ärzte wollen nicht beobachtet werden. So, so. Fehlendes Personal. Ja, das ändern wir jetzt. Erstmal für den Tagdienst. Wir brauchen... Ich hätte gerne eine mit Stationspflege, ja. Die. Denn die und dann haben wir hier eine Krankenversorgung OP-Helfer. Brauchen wir für die ITS? Wird von der ITS aus operiert? Ich denke, ne? Ich weiß es aber gar nicht. So, die soll Krankenversorgung machen, die andere macht bloß Patiententransport. Und dann hätte ich gerne noch nehmen wir hier medizinische Chirurgie. Der kann dann alles machen. Der ist dann für alles zuständig. Machen wir so. Und das nachts. Des nachts auf jeden Fall auch einen mit Stationspflege. Lernt schnell, aber das Ruhelevel sinkt schneller. Das ist natürlich doof. Aber erstmal egal. Rezeption haben wir hier nicht. Chirurgie. Und dann noch, ja. Wir nehmen mal Susanne. Susanne ist nur für den Transpenten-Patiort. So, dann haben wir das schon mal fertig. Die beiden können auch erstmal weg. Da noch einer. Der ist langsam, will ich nicht. Hier, für nachts. Für tagsüber auch ein. Gucken wir später. Ärzte, wir brauchen schnell und Ruhelevel sinkt langsamer. Du willst das auf jeden Fall. Dann haben wir schon mal einen Anästhesisten. Anästhesisten, Diagnostik, Operation. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube nicht, dass die hier operieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Den reicht nämlich auch... Oh, ja, nee, ist tags. Reichen zwei Ärzte? Zwei, dass wir den zweimal Anästhesie nehmen? Nehmen wir Lisa hier noch. Hier ist noch... Warte mal, Lisa, du gehst in den Nachtdienst.
Dann gibt's dich hier im Tagdienst, Barbara. Du bist jetzt keine Anästhesie, ne? Ja, die hat zwar dreckige Füße, aber das ist ja egal. Gut. Anfahrtsweg. Kommt zu spät. Nehmen wir ihn hier noch. Kein Zugang. Wieso ist da kein... Hä? Kein Zugang? Bist du doof? Da ist auch ein Zugang. Ach so, war das so? Warum ist denn hier kein Zugang? Ist doch gar keine Wand drin. Warte mal, dann ziehen wir da mal noch eine Wand rein. Eine Wand. Ups. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Und dann halt noch eine große Tür. Einmal die hier. So. Jetzt hat sie Zugang. Sehr gut. Okay. Ja, dann haben wir jetzt eine ITS. Schön. Was ist hier los? Was fehlt? Benötigt der kein Zugang. Willst du mich verarschen oder was? Oder geht das nicht mit den... Ah, warte mal. Warte mal. Vielleicht liegt das daran, dass... Jetzt. Da kamen sie nicht rein. Da kann man schon mal rummeckern. Naja, lassen wir so. Sehr schön. ITS ist fertig. Wupp, wupp. 32.000 haben wir noch, dann machen wir auch das Doppelzimmer gleich noch fertig. Dann haben wir das fertig und vergessen es nicht. Oder ich vergesse es denn nicht. So und so. Händedesinfektion. Geräteschrank. Theoretisch können wir auch in... Achso, das ist der Hängeschrank. Ich habe gerade gedacht, was steht denn da für ein doofer Schrank im Weg? Verbesserter Patientenmonitor, Beatmungsgerät und wo ist er? Da ist die Lebensüberhaltung. Theoretisch können wir in jedes Zimmer auch noch einen Stuhl reinstellen. Hier kommt, passt das dazwischen noch? Nee, ne, das passt nicht mehr. Warte mal, stellen wir die nach da. Ein weiter rüber und dann machen wir hier noch. So, cool. Bettkonsole. Das kostet aber auch ein Schweinegeld hier. Dann gibt es noch überall einen schönen Stuhl rein. Einen schönen Stuhl. Da, schicker Stuhl. So, so, so. Ich weiß nicht wozu, die kriegen ja eh keinen Besuch, aber trotzdem gefällt mir das besser. So und so. Haben wir denn alles? Weiß nicht. Wir stellen mal hier noch einen Snackautomaten hin und einen Getränkespender. Achso, hätten wir auch da reinstellen können. Haben wir das Geld noch? Das müsste eigentlich dafür noch reichen. Mal gucken. Sofa. Schrank mit Schubläden, Schrank mit Türen. Stellen wir den Tisch. Nicht so, sondern so. Der noch schicker Stuhl. Ist ein bisschen enger halt hier. Macht ja nichts. Fernseher. Radio. Waschbecken. Schließfach. Kühlschrank. Bücherregal. Und eine Kaffeemaschine. So. Achso. Machen wir so. So, und dann kommt da auch noch ein Snackautomat rein. Damit die sich auch unterwegs was holen können. Jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen viel freie Fläche, aber das macht nichts, finde ich. Hier kommt auch noch eine Sofferstoffflasche. Ja, das passt so, würde ich sagen. Gut. Haben wir ITS auch fertig? Die ITS. OP, ja gut, denn wenn wir das nächste Mal Geld haben. Raumauslastung. Leere Räume 35. Was? 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 Nichts. Nichts. Mittel. Nichts. Ja, wieso benutzen die denn... Ja, tagsüber hoch? Hm. Fehlendes Personal. Oh, wieso? Was fehlt denn da für Personal? Dann stell doch mal einen Ultraschallassistenten ein. Wir haben gerade keinen Ultraschallassistenten.
Haben wir woanders einen Ultraschallassistenten? Haben wir hier einen Ultraschallassistenten? Haben wir hier einen Ultraschallassistenten? Nö. Da haben wir einen Ultraschallassistenten. Ich glaube, wir nehmen Linda hier. Gehe zu. Arbeitsplatz zuweisen. Dort. Dankeschön. So, den haben wir jetzt. Ach, haben wir ja schon. Das ist doof. Weil Mittel und nee, Linda. Warte mal, haben wir nachts denn da was? Linda, weißt du was? Dann gehst du einfach in den Nachtdienst. Können wir da auch noch ein bisschen Ultraschall machen. Kardiodiagnostik kann eigentlich auch mittlerweile nachts besetzt werden. Ich glaube, das hätte der anderen das Leben gerettet. Hier hatten wir doch noch einen. Langsam, Orthopädie. Keine da. Cardio? Ah, früher Vogel. Ja gut, dann stellen wir dich ein. Gehe zu. Und dann einmal bitte wieder auf die Chirurgie gehen. Sandra, du bist kein früher Vogel, ne? Dann gehst du in den Nachtdienst. Und Lea, du gehst hier in den Tagdienst. Weil sie halt ein früher Vogel ist und tagsüber effizienter arbeitet. So. Nachts operieren wir noch nicht. Ja, finde ich gut. So. Können wir hier noch Fenster einbauen? Auf IT. Ja, die beiden können da auch noch ein Fenster kriegen. Was war das jetzt? Achso, wir haben geöffnet. Fenster, kleines Fenster. So. Schick. Oder auch nicht. Wie man es nimmt. So, den könnten wir theoretisch, ja, erstmal Geld sparen und den Kredit zurückzahlen, weil 100.000 sind doch schon recht viel. Denn wir bezahlen, glaube ich, jetzt an Zinsen. Steht das hier irgendwo? Da, Zinsen 1.000 pro Tag. Ist schon recht viel. Lambo geht zu. Ja. Endokrine Pankreasinsuffizienz. Die Bauchspeicheldrüse arbeitet nicht mehr vernünftig. Ja. So, was haben wir denn hier jetzt noch liegen? Borreliose. Langzeit-EKG, was können wir denn machen? Einmal Stuhl. Blutentnahme, Biopsie machen wir später. Urin können wir nochmal untersuchen. Röntgen machen wir später. Audium. Achso, hier, sie ist ja verstorben, ne? Ne, warte, das ist... Doch. Tot. Ich wollte gerade sagen. Ach so. Schön. Jetzt haben wir es herausgefunden, wo sie schon tot ist. Ach, schön. Schön. Ja. Haben wir noch? Ja. Oh, sogar potenziell lebensbedrohlich. Rehydration, sie ist dehydriert. Okay. So, Bettina. Magenmittel. Fürs Erbrechen. Wo bist du denn? Du liegst da. Wen haben wir denn hier noch? Nierensteine. Stoßwellen. Machen wir weg. Komplizierte? Ja, machen wir. Ja. Wir machen mal... Können wir Sono machen? Sono! Wir machen erstmal alles normale hier. Blutdruck messen, abhören, Inspektion der Mundhöhle. Dann machen wir mal Blutentnahme, CRP können wir auch noch machen. MRT machen wir noch nicht. Gucken erstmal, was hierbei rauskommt. Gut. Ne, die ist nicht potenziell gefährdet. Sonst hätte ich... Oh, Patient kollabiert, schön. Ja. Ist ja nun nicht so, als würde da einer oder da sogar zwei, da einer, da noch einer, da einer, überall Wasserspender stehen. Der muss natürlich rehydrieren, dass er denn dehydriert. Da kann ich ja nichts für. Weiß, ich habe alles getan, was ich getan hätte haben können. Ihr wisst schon. So. So, zeig mal her hier. Ja, frag ihn doch mal. So kann ich das nicht machen. Nicht verfügbar. Patient kann nicht reden. Ja, schön. Wie machen wir das denn jetzt? Ihn rehydrieren und dann befragen, ne?
Könnte denn jetzt mal einer kommen, der ihn rehydriert? In der Notaufnahme, wie viele Leute arbeiten hier denn tagsüber? 3 Schwestern. Krankenversorgung, Krankentransport und beides. Diagnostik, Diagnostik. Tagsüber habe ich echt kein Ich brauche fortgeschrittene Diagnostik. Die hat schmutzige Füße, das geht nicht so. Das geht so nicht. Chirurgie, fortgeschrittene Diagnostik. Dankeschön. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Da. Ah. So, gucken wir mal. Ah, jetzt wird er rehydriert.